Begrüßen Sie mit mir, Bert Ryan. Mir geht es großartig und euch alles okay? Alles okay! Das ist deine große Chance. Fernsehen, Radio, Buchverlage, alle wollen dich. Deshalb habe ich das Buch nicht geschrieben. Aber du weißt, dass du Menschen damit hilfst. Was hat sie zu ihrem Buch inspiriert? Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Eigentlich habe ich es vor allem für mich geschrieben. Alles, was uns blockiert, spielt sich in unseren Köpfen ab. Oh, Verzeihung. Darf ich Sie auf einen Kaffee einladen? Ich hatte noch nie ein Date mit jemandem, den es auch als lebensgroße Pappfigur gibt. Im Kino kriegen wir immer den Pärchenpreis. Was machen Sie eigentlich? Vor ein paar Jahren hatte ich die Idee, meinen eigenen Laden aufzumachen. Darf ich dich darauf hinweisen, dass du dich mit jemandem triffst, der nur für 3 Tage in der Stadt sein wird? Er gefällt mir eben. Ich frage mich die ganze Zeit, was eigentlich hinter ihrer Fassade steckt. Das ist eine lange Geschichte. Ja, aber genau das raten sie den Leuten doch immer, darüber zu sprechen. Vielen Dank für den Drink. Ja, danke. Du stehst immer auf Typen, denen das Wort Problem auf der Stirn geschrieben steht. Bin ich jetzt zu direkt? Ja. Sei endlich ehrlich zu dir selbst. Du musst endlich dein Leben wieder in die Hand nehmen. Du hast recht. Ich war nicht auf ihrer Beerdigung. Also alles, was in deinem Buch steht. Ich habe nichts davon getan, gar nichts. Darf ich dir etwas sagen in dem Wissen, dass mein Leben eine einzige Kette falscher Entscheidungen ist? Du hast es so richtig vermasselt. Gib mir eine Chance. Wäre das möglich? Ja, das ist möglich. Morty. Entschuldigung. Wo gehen wir hin? Es ist lustig, das nicht zu wissen, oder?